Jetzt kurz Wache. Warte mal. Ah, shit, habe ich das Fleisch jetzt gar nicht mitgenommen? Oh shit, ich muss gleich nochmal runter. Ich habe das Fleisch gar nicht mitgenommen. Oder der hat es zumindest nicht eingesteckt. Egal, ich mache erstmal ein Feuerchen. Okay. Und zwar hier. Make Fireplace. Ah, nicht schlecht. Ja, ne, was ich alles kann. Überragend. Light Fire. Und jetzt könntest du dort irgendwo mit dem Mausrad drauf scrollen und dann guck Meat. Ah, okay. Das kannst du schon mal machen. Ich werde mir nochmal das Fleisch holen. Alles klar. Obwohl ich gerade schon was essen muss. You have cooked 5 raw meat. Okay. Wunderbar. Müsstest du auch in deinem Inventar sehen. Cooked meat. 5 Stück habe ich jetzt. Sehr schön. Ich hol mir bloß das Fleisch und dann bin ich gleich wieder da. In der Hoffnung, dass mich keiner tötet. War denn das Vieh? Davon. Wie ich immer vergesse, das Fleisch mitzunehmen, ey, das ist echt übel. Da haben wir's doch. So. Bisschen Licht gemacht. Licht gemacht? Ja, bei mir. Oh, hast du auch gerade eine rote Verbindung? Jo. Der Dude was killed. Der war gerade schon mal tot. Oh, da kommt ein Zombie. Oder bist du das da hinten? Ich komme gerade von unten angelaufen. Wer ist das? Ah, du bist das, okay. Und wo bist du bitte? Hier, an dem Feuer. Wieso sehe ich das nicht? Hier bin ich. Ach da. Jo, genau. Wieso sehe ich dich nicht? Weiß ich nicht. Wo bist du jetzt? Also ich sehe dich schon, ich bin vor dir. Hier bin ich. Ja, ich hab dich. Ich bin gerade an mir vorbeigelaufen. Ich bin direkt hinter dir. Ah ja. So. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Boah, weißt du, was wir jetzt zu essen haben, ne? Ja, genug erstmal, ne? Weißt du, wie lange das hält? Das ist super. Hoffentlich lange. Ach, da stand's ja schon. Wieso geht das? Warte, der Moment. Ja. Guck, Meat. Wie lange hält so ein Feuer? Keine Ahnung. Man kann es auf jeden Fall auch ausmachen. Ich habe es noch nie ausgemacht. Ich lasse die immer brennen. Ja. Man kann sich da übrigens auch dran wärmen oder so, falls es dir mal kalt wird. Achso. So, ja, dann würde ich sagen, lass uns den Stromschienen folgen und ab nach Elektro. Ja, hoffentlich überleben wir den Ausflug. Das hoffe ich auch. Wir sind gerade leider zu gut ausgerüstet, um zu sterben. Das wieder alles zu erkämpfen, das wird hart. Oh ja. Und sich dann erstmal wiederzufinden. Oh ja, das vor allem. Ich meine, hättest du den Bus nicht, dann würde das Stunden dauern. Das mit dem Bus, also ohne den Bus hätte das ewig gedauert. Das war echt totales Lack. Oh ja. Vor allem, dass er auch noch vollgetankt war. Oh, also, das vor allem. Oder fast voll, also der war halb voll, als ich den gestohlen habe. Guck mal, der Dude war's wieder killt. Ja. Ja, super. Oh, bitte keine Zombies jetzt, das wäre sehr ja, unschön. Dort unten. Oh, ich hänge im Gras fest. Wo bist du denn überhaupt? Direkt hinter dir. Ach da. Ja, unten links kommt gleich so eine kleine Hütte mit Zombies. Oh. Weiß nicht, ob wir da reingucken wollen, ich glaube nicht. Ja, lieber nicht, ne? Ich weiß nicht, da gibt's wahrscheinlich nichts Besonderes. Guck, da hinten ist schon Elektro.
Und vor allem das Kraftwerk. Das Ding mit dem riesigen Schornstein, ja? Ja. Oh, okay. Und das heißt, wir werden uns gleich noch erstmal einen Platz suchen, wo ich mal das Ganze kurz ausspionieren kann. Das wäre ideal. Also da jetzt einfach so auf gut Glück reinstürmen, das wäre unschön. Mhm. Ach, das ist ja riesig, das Ding. Das Kraftwerk? Das ist doch eine Stadt, oder? Das ist ein, ja, dort ist ein Kraftwerk und das ist die Stadt, genau. Oh, ich höre was, ich höre was. Was denn? Ja, hinter dir ist ein Zombie. Oh. Jetzt hat er... Shit. Hast du ihn? Nein. Soll ich ihn erledigen? Ja, bitte. Ich blute gerade. Pass auf. Ah, bleib stehen, du Mistkerl. Oh, das spielt er gerade. Ich kann ihn nicht erwischen. Der ist viel zu schnell. Und ich habe keine Muni mehr. Pass mal auf, ich erledige ihn mit der Pumpe. So, bleib stehen, du Mistkerl. Los, erledige ihn. Na, ah, wieso? Wieso ist er nicht tot? Keine Ahnung. Warte. Pass auf, du Ratte, jetzt mach ich dich kaputt. Oh, er ist tot. Ja, das war ich. So, jetzt muss ich mich mal ganz schnell bandagieren. Ich guck mal, was er hat. Vielleicht hat er ja eine Bandage. Er hat gar nichts, auch gut. Jetzt ist halt die Sache, möchtest du mir eine Bluttransfusion geben, oder? Wie geht das? Ich geb dir gleich ein Bloodpack. Und da muss ich dann Blut abfüllen, oder wie? Warte mal. Ich leg das mal hierher. Wie viel Blut brauchst du denn? Ja, ich habe 7000. Ich möchte aber gern wieder voll sein und jetzt machen wir das einfach per Bloodpack. Das heißt, wir müssen jetzt nach Elektro. Also wenn du voll bist, dann müsste ich 5000 abgeben. Dann hätte ich 7000. Nein, nein, du füllst mir ja das Bloodpack. So, ich leg das jetzt hier hin. Und wie kann ich dir das füllen? Das sage ich dir gleich. Hast du es? Wo liegt's denn? Das müsste eigentlich hier liegen. Ach du Scheiße, ich sag mir nicht, dass das jetzt weg ist. Also ich sehe hier keins. Da, warte. Hä? Ich hab's hier gesehen. Oder? Was war da gerade da? Das müsste hier irgendwo im Gras liegen. Scheiße. Also ich sehe hier schon. Oder warte mal. Ich sehe hier schon kaum Grastexturen. Wieso? Nein, ich hab's noch dabei. Ich dachte schon. So, warte, jetzt leg ich's mal hin. Oh, ich hab doch noch 2 Schuss. Super. Wo hast du es jetzt hingelegt? Warte mal, der legt das nicht aus dem Rucksack raus. Uah, hast du geschossen? Nein. Okay, lauf, 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 lauf. Von wo? Ich weiß es nicht. Wieso bist du gerade geklettert? Ich bin keine Ahnung. Wo bist du? Von wer hat er gerade geschossen? Ich weiß es nicht. Guck dich am besten um. Ich höre Zombies, oder nee, das bist du. Das bin ich. Das schießt immer noch. Vielleicht schießt er gar nicht auf uns. Das kann auch sein, aber es ist mir auch scheißegal. Da ist ein Zombie, Vorsicht, ne? Der kommt gerade zu uns. Ab in den Wald. Lauf, 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 lauf. Scheiße. Shit, ey. Oh, der ist direkt hinter mir. Lauf. Und ich höre immer noch Schüsse. Ich höre auch Schüsse. Läufst du noch, oder? Nee. Ist er tot? Ich hab den Zombie gekillt. Okay. Lauf weiter. Lass es in den Wald gehen. Mir ist das zu unsicher. Okay, dann müssen wir irgendwie andersrum in die Stadt, oder? Mhm. Zumindest würde mich interessieren, wo der Typ ist. Ey. Ja, mich auch. Ich hab nichts gesehen, gar nichts. Ich auch nicht. Warte, ich guck mal aus der Ferne, vielleicht sehe ich ja irgendwas. Könnte überall sein. Wenn du mich kurz deckst, kann ich mit meinem Binoculars gucken. Nee, ist keiner. Okay, du kannst ja mal schauen. Wo bist du? Im Wald hinter dir. Scheiße, ich keine Ahnung, wo der ist. Könnte überall sein. Ja, der ist wahrscheinlich da hinten irgendwo auf dem Feld. Vielleicht hat er auch gerade gegen Zombies gekämpft. Hast du einen Schuss abbekommen? Nee, das zum Glück nicht. Ich hab irgendwie die Vermutung, dass der gar nicht auf uns geschossen hat. Könnte sein.
Wahnsinn, ey. Das war eine beklemmende Situation. Das war eine sehr beklemmende Situation. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie vielleicht doch in die Stadt kommen. Hier vielleicht so in den Wald. Ja, vielleicht außen im Wald würde ich auch fast sagen. Dürfte eigentlich keiner sein, vor allem auch kein Zombie. Weil ich habe nur einen grünen Punkt an der Seite wegen dir. Also, ist ja nicht schlimm, aber dann weiß ich, dass du neben mir bist. Okay. Das heißt, wenn du irgendwas anderes Auffälliges auf deinem Bildschirm siehst, das ist der. Also einen anderen grünen Punkt, oder wie? Ja, so ungefähr. Okay. Der kann ja nur irgendwie hier aus dem Wald geschossen haben, denke ich mal. Ich glaube, der war irgendwo da hinten, am Feld. Ich hab's leider nicht an meinem Dings gehört, wo der Schuss herkam. Also, ich glaube sogar, dass es von Richtung Straße kam. Also von links? Ja. Obwohl ich mir fast vorstellen, das kam hier aus dem. Aus der, in der Nähe von der Scheune, das könnte ich mir gut vorstellen. Das kann auch sein. Warte mal. Hm? Da. Da sind bloß Büsche. Ich dachte, da ist ja einer. Ja, dann lass uns mal. Ich weiß nicht. Könnt ihr ja auch mal in die Scheune gucken. Vor der Scheune ist gerade niemand. Da kann man rein, ne? Da können wir rein. Ich sehe auch keine Zombies hier. Lass uns einmal reingehen. Und wir gehen irgendwie ganz hoch oder so. Okay. Und dann machen wir das mit dem Blut. Alles klar. Ah. Hä? Was denn? Hier ist ein Stacheldrahtzahn. Verdammt. Es könnte sein, andere dass ja... Richtung. Dass ja einer ist oder war. Kann man den selber legen? Ist hier ein Zombie. Ja, den kannst du selber legen. Oh Gott. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen zurück in den Wald. Ja, würde ich auch sagen. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Es könnte nämlich auch sein, dass der von der Scheune aus geschossen hat. Die sind ganz viele. Wo? Also ich höre sie zumindest. Ja, gehört habe ich so auch, aber ich habe keinen gesehen. Oh, Gott sei Dank. Also ich weiß nicht, irgendwie konnte Oh, pass auf, Vorsicht, weg! Zombie, was? Zombie, warum auch immer. Ich habe den angeschossen. Geht es oder soll ich nachhelfen? Nee, es geht schon. Alles klar. So, sonst keiner hier? Nein. Ja, jetzt haben sie uns auf jeden Fall gehört. Makarov. Das nehme ich mal mit. Ich habe kein Makarov-Magazin mehr. Jo. Und sind auch noch Zombies. So, jetzt kommen wir her. Jetzt machen wir das nochmal mit dem Blattdingens. Okay. Ich muss das erstmal aus meinem Rucksack holen. So. Hab ich. So, jetzt ist es in meinem Rucksack und jetzt müsste ich es droppen können. Ah, da ist es ja. Sehr schön. Ah, warte mal. Warte, ich gehe kurz weg. Oh nee, ich möchte aber. So weit das denn jetzt nicht aus. Drückst du G? Ah, jetzt. Okay, was muss ich jetzt machen? Jetzt gehst du an mich ran. Ja. Mit dem Mausrad und dann steht dort irgendwo Giftblatt. Dingsbums. Warte. Giftblatt Transfusion, okay. Genau. Wie viel verliere ich jetzt an Blut? Du verlierst überhaupt kein Blut, du gibst mir das Bloodpack. Es ist farbig geworden. Ach, ist das geil. Wie schön bunt das hier ist. Hm, okay. Boah, ist das bunt. So bunt hatte ich es schon lange nicht mehr. Echt nicht? Nee. Das, seit du mich jetzt letztens geheilt hast, da muss ich sagen, ist es immer bunt gewesen. Naja, wird ja halt nur grau, wenn du wenig Blut hast. So, übers Feld zu stapfen ist natürlich nicht so die tolle Art. Wollen wir unten zum Supermarkt gehen oder ja, wollen wir lieber ins Kraftwerk? Was ist riskanter? Beides. Supermarkt, oder? Gut. Dort gibt's Nahrung auf jeden Fall. Manchmal auch
Karten und Kompass und das sowas, ist schon mal glaube gut. ich. Gut, dann müssen wir ein bisschen hier übers Feld stapfen. Es müsste ungefähr hier unten sein, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Boah, ist das gerade farbig bei mir, ey. Ja, ist auch gut, ne? Kann auch sein, weil ich gestern die Gamma ein bisschen umgestellt habe, aber... Vielleicht. Man weiß es nicht. So, nicht. Ich bin mal ganz aufmerksam. Wegen Schüssen und so. Nicht nur wegen Schüssen, sondern auch bitte rumgucken, ne? Mit Zombies. Nee, nicht wegen Zombies. Die Zombies sind, glaube ich, das geringste Übel, was wir haben. Ah, da unten sehe ich schon welche. Wo denn? Und da ist ein Schaf oder was auch immer. Nee, ne. Ein Schaf ist da unten, ja. Das habe ich auch gesehen. So. Hä? Links ist ein Zombie. Also der Supermarkt ist... dieses Gebäude hinter dem großen Baum davon. Großer Baum? Ja. Ah, ich verstehe. Also links der Baum. Ja, neben, ja. Neben der Kirche, also links dann halt der größere. Okay. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir dort am besten hinkommen. Weil da vorne ist ein Zombie. Oh ja, da sagst du was. Tja, rechts am Schaf vorbei. Würde ich mal vorschlagen. Können die Geräusche machen und Leute anlocken, die Schafe? Nein. Gut. Wenn ich so ein Zombie wäre, würde ich mir auch lieber so ein Schaf schlachten. Aber ja. Die Zombies sind ja dumm. Ja, die gehen lieber auf Menschen los. Als solche, die sich auch wehren können. Wahrscheinlich. Okay, da unten ist auch ein Zombie. Ich würde fast vorschlagen... Wir müssen schleichen, glaube ich. Ja. Zumindest ab dem Schaf. Jawohl. So. Gut, so, dort unten haben wir rechts ein bisschen Industrie. Könnten wir auch gucken gehen. Gleich. Industrie heißt meistens Stahlbolzen, ne? Ja, Zeugs halt. Manchmal auch, glaube ich, Waffen. Ich weiß es gar nicht genau. Betonsägen. Genau. So, ich sehe in unserer Nähe schon mal keine Zombies, das ist gut. Aber wir sind ja sowieso unsichtbar, von daher. Ja, das stimmt. Wir könnten eigentlich so die ganze Zeit weiter. Außer es gibt die Spieler, dann haben wir ein Problem. Wir haben auf jeden Fall ein Problem, aber wenn wir, selbst wenn wir in der Hocke sind, sieht man uns wirklich sehr schlecht, kann ich dir sagen. Okay. Ich bin fast geneigt dazu, in die Hocke zu gehen. Ich gerade auch keinen Zombie sehe. Gefährlich. Naja, Notfallplan ist direkt in den Supermarkt rein. Oh mein Gott, ich sehe einen grünen Punkt rechts. Rechts? Ja, irgendwas ist hier. In der Nähe. Es könnte theoretisch ich sein, aber es könnte auch ein... Nee, deiner ist links, glaube ich. Okay. Also ich sehe rechts nichts. Ich auch nicht. Na gut. Achso, es ist der Sniper, der da hinten auf dem Dach liegt. Sniper? Das ist... ja, Sniper. Nee, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, dort vorne dann wären wir schon längst tot. Dort vorne ist der Supermarkt und rechts ist die Feuerwehr. Die ist auch immer sehr... Was gibt's denn da? Auch vor allem Waffen. Okay. Da würde ich fast vorschlagen, gehen wir als nächstes hin. Links unten ist ein Zombie. Oh, sogar geradeaus unten ist ein Zombie. Oder sollen wir erst in die Feuerwehr gehen? Feuerwehr, ne, würde ich sagen. Ja, auf geht's. Vielleicht gibt's da Wasser. Wasser? Nicht, dass ich welches, nicht welches hätte, aber man weiß ja nie. Nee, in der Feuerwehr gibt's alles, nur kein Wasser, komischerweise. Komisch. Oh, da hinten ist so ein riesiger Turm. Kann man da hochklettern, zufällig? Ein riesiger Turm? Ja, da oben ist eine Sirene auch. Das ist die Feuerwehr. Ah, kann man da hochklettern? Ja. Ah, da ist doch bestimmt was Nettes, ne?
Also ich hoffe, ich hatte jetzt gerade dich im Visier, sonst hatte ich gerade einen anderen Spieler im Visier. Also ich bin hinter dir übrigens, ne? Der